Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Pita mit Sucuk. Was wir brauchen bei dem Pita, ich habe 1 Kilo Mehl, eine Hefe, Esslöffel Zucker, eine Kanne Ei, halbe Liter lauwarmes Wasser, Salz und Öl. So 2 Esslöffel kommt dann noch Olivenöl rein. Fangen wir gleich an. Ich tue jetzt Hefe und Zucker gleich rein. Das Wasser, ganze Wasser tue ich rein, halbe Liter genau. So, lasse ich mal etwas laufen. Tue mal rein. Das nehme ich nämlich kurz weg. Der Hefe hat sich schon gelöst. So, jetzt kommt die Eier rein. Ganze Ei. Kaffeelöffel Salz. Und die Olivenöl. 2 Esslöffel ungefähr. Okay. So, jetzt Mehl, ganze Ei tun. Das ist 405er Öl. Die brauchen immer 50% Wasser. 1 Kilo Mehl, halbe Liter Wasser. Wenn man stärkere Mehl nimmt, braucht immer mehr Wasser. So. Was ist das 405er Öl? Ne, 405er Mehl. Das würde ich sagen. Ja, ja. Ist gut. Was Neues. Neues Öl. Ja, gibt neue Ölnummer. Okay, lassen wir jetzt laufen, langsam erstmal. Das kontrollieren wir gleich. Gut, das ist gut. Also erst langsam laufen lassen und dann kann man es wieder hochschalten. So bis, was habe ich da? 2 oder 3 Schalten. So, okay. Also ungefähr 3 Minuten hat es gebraucht, die Maschine. Dann ist das Teig jetzt fertig. Ich habe jetzt ausgeschaltet. Das Wasserinhalt war einwandfrei. Gucken wir nochmal. Ja, das darf nicht kleben unten. Klebt auch nicht. Hole ich sie raus. So. Die Maschine brauche ich nicht mehr. Ich werde den Teig holen. Moment. So. Die Maschine mache ich weg, gleich hin. So. So. Okay, den Teig machen wir jetzt zu. Den lassen wir jetzt 40 Minuten ruhen. Nach 40 Minuten sehen wir uns wieder. 40 Minuten und dann geht es weiter. Nach 40 Minuten, ich mache es so halt. So. Fertig. Die Seite ist jetzt rum, 40 Minuten. Jetzt drück den Teig auf 10 Teilen. Gib 10 Stück bitte. Machen wir auf. Wie Sie sehen, eine Wundermittel. So kann man es auch Backofen reintun, gibt es ein Riesenbrot. Okay. Jetzt machen wir ein bisschen Mehl. Hand. Und jetzt ist die Luft raus. Ja, fertig. Das war's. Jetzt machen wir davon 10 Stück. Machen wir so lang. Dann kann man ruhig. Man sieht nur nichts. Sieht nicht. So, sieht man jetzt. Oder ich bearbeite nochmal. Weg. Nochmal. So,
Jetzt teilen wir mal halbe, zwei Stück. So. Es gibt davon fünf Stück. Eins, zwei, okay, ein bisschen klein, nehme ich da weg. So, mit Hand ein bisschen rum. Eins, zwei, machen wir auch fünf Stück. Also diese Teig könnte man auch für Pizza nehmen oder ein Börek. Okay, es kommt dann gleich Inhalt. Bis dahin rührt sich die Teig nochmal. Dann werden so wunderbare Pizza. Machen wir den weg da kurz. Machen wir den so. Okay. So, ich habe Teig so gemacht, jetzt kommt ein Inhalt dran. Ich habe Sucuk hier, 250 Gramm. Champignon, ich habe den braunen genommen, 250 Gramm. Sie sehen eine riesen rote Paprika. Zwei grüne habe ich hier noch. Und zweimal Chili, rote. Zwei Knoblauch, 250 Gramm Cherrytomate, eine rote Zwiebel. Gut, jetzt fangen wir an zu schneiden. Lege ich auf Seite, kann man gleich mit Sucuk anfangen. Nehme ich mal den Haut weg. Was habe ich jetzt? Welche Haut ist weg? Da. Ja. So. Okay, teile ich nochmal halbe. Jetzt Mitte durch. Jetzt kann man sie schon anfangen schneiden. Also ganz normal. Wie viel ist das überhaupt? Wie stark ist das? So dick halt. Tun alles rein. So, tausche mal um. Fertig. Ja, schon besser. Was machen wir jetzt? Zwiebel. Schneiden wir auch klein. Wahnsinn, gell? Riesig. Ja, wo wachsen die denn? Ey? Da, wo 50 Grad Hitze ist. Mein lieber Mann. Ey. Da langt hier eine, gell? Ja. So, mit der durch. Das ist schon unser Garten, gell, die zwei rote Chili. Ja. Ich wollte vielleicht lasse ich sie trocknen. Dann kann man sie in die Mühle reintun, weißt du? Oh, das ist gut. Gell? Ja. So. Die mache ich mit Kerner rein, ist besser. Diese Mitte durchschneiden. Oder nee, das ist zu viel. Das ist ja. So viel. So scharf nachher für Mama. Ja, das ist ja auch noch, dann hast du ein Problem. Mal weg. Die schneide ich aber ganz dünn, damit jeder was bekommt. Dann nehme ich die Pfanne.
Rein. Machen wir die grüne. Hol ich auch die Kerne raus. Moment. So. So, die schneiden wir auch so dünn. Erste Tomaten schneiden wir auch vier, auch dünn. Da, ich wollte allerdings meine Weihnachtsmädchen hinstellen. Kein Platz. Kein Platz. Komm ja Weihnachten. So, jetzt schneiden wir den Knoblauch. Mache ich mal das weg. Mal auch klein. Rein. So, den Champignon tun wir halbe teilen und dann dünn schneiden. Die sehen aber auch toll aus. Ja, schöne Farbe. Frisch, man sieht ja. Das riecht auch schon Champignon. Kommt bei dir auch? Das kommt gleich bestimmt. Noch nicht, ja. Aber kommt gleich, wenn du meinst. Ich krieg schon hier. Wahnsinn. Ha. So, jetzt geht's weiter. Ich habe alles geschnitten schön. Kommt Olivenöl rein. So 3 Esslöffel. 3 Esslöffel Olivenöl, okay, fertig, Salz, so, gut, Pfeffer, kommt da rein, gut, Thymian, Esslöffel Thymian, fertig, jetzt noch umrühren, alles schön. Wunderbar. Das Öl sieht weniger aus. Ich mache noch etwas Öl rein. Weil die Champignon, dann schmecken sie gut. Mit Öl. Wunderbar. So. Fertig. Jetzt können wir anfangen gleich. Teig ist auch gut, bestimmt hat sich erholt. Jetzt fangen wir an vorzubereiten. Ich habe noch einen Käse, also 400 Gramm Mozzarella habe ich genommen. Hier, 400 Gramm. Fangen wir gleich an. So, lege ich erstmal Seitenkäse. Ihn halt auf. Den Teig, man sieht ja, es ist wunderbar. Immer zudecken, nicht vergessen. Und dann anfangen hier zu drücken. Nach länger muss es sein. Ja. So, jetzt holen wir den Teigroller. Machen wir ein bisschen weg. Brauche ein bisschen Platz. Wir können auch drehen, von mir aus. Von dir aus. So. Also erstmal nicht so viel aufrollen, weil wenn man sie hochhebt, dann geht es ja noch
wird ja größer. Wie viel ist das jetzt? 22, ungefähr 25 cm. So, jetzt kommt erstmal der Käse mit der Käse rein, genau in der Mitte. Kommt jetzt der Inhalt auch in der Mitte. Okay. Moment, noch ein bisschen vielleicht. Noch ein Sujuk, bin ja nicht so. Ne, den nehme ich hier. Da ist keiner. Ich bin so, jetzt. Jetzt ist wichtig natürlich, den Form zu geben. Gell? Also erstmal hier zusammendrücken. Und dann immer nach innen. Wie ein Schiff muss es sein. Ne? Und dann hier zusammenbinden. Auch drücken. Dann kann man ja flach drücken. Passiert nichts. So, man sieht ja wie ein Schiff, bitteschön. Und dann heben wir hoch, da geht's, man sieht ja, nicht größer, genau. Man kann es so groß machen wie Blech. So, wir machen jetzt alle gleiche. Da kommen drei Stücke rein, ne? In einem Blech kann man drei reintun. Hier sind sie fertig, also alle drei habe ich gleiche gemacht. Ich tue jetzt, Backofen ist warm, also 240 Grad. Komme untere Schiene, zweite Schiene von unten. Ne? Eins, zweite Schiene, das ist wichtig. 240 Grad. So 10 Minuten braucht er, der Echte braucht immer ein bisschen länger. Danach braucht es immer weniger Zeit. Jetzt kommt er rein. Okay. So, ich mache jetzt weiter mit dem nächsten. Jetzt ist fertig, hat ungefähr 13 bis 14 Minuten gebraucht. Man kann ja immer nachschauen, wenn sie schöne Farbe haben, kann man sie rausholen. Jetzt hole ich sie raus. So. Kommt leider nichts da rein. Muss ich hier echt mal aufpassen. Nichts da rein. Okay. So, fertig. Muss ich aufpassen. Kann ich den Teller reintun? So. Immer unten nachschauen. Ich brauche nicht, dass ich höre, die höre ich ja schon, die schöne Farbe. So. Wahnsinn. So, Murat. Kann ich gleich anfangen zu essen? So, fertig. So kann man sie servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Peter mit Sujuk. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss.